Herzlich willkommen zu Lausitz TV am Donnerstag. Jetzt gibt es wieder das Wichtigste vom Tag. Kaputte Gehwege, marode Straßen und bröckelnde Brücken. Die Liste im Cottbuser Bauamt ist lang. Doch wie schlimm ist es wirklich? Nachdem die Carola-Brücke in Dresden teilweise eingestürzt ist, macht Oberbürgermeister Tobias Schick jetzt eine Bestandsaufnahme. 87 Brücken gehören zu Cottbus. 76 davon befinden sich in einem sehr guten bis ausreichenden Zustand. 11 weisen allerdings erhebliche Mängel auf. Ein genauer Bericht soll dem Bauamt bis Ende des Jahres vorliegen. Mit Instandhaltung kennt sich die Deutsche Bahn auch bestens aus. Auf dem Schienennetz gibt es jede Menge zu tun. Gerade die Strecke nach Berlin ist regelmäßig wegen Bauarbeiten gesperrt. Das frustriert die Fahrgäste. Vor ein paar Jahren hat es aber wegen etwas ganz anderem hitzige Diskussionen gegeben. Der Halt in Kreuzwitz wurde einfach gestrichen. Der RE fährt inzwischen die Gemeinde wieder an, doch die Bewohner wünschen sich noch einen weiteren Haltepunkt. Ein neuer Bahnhalt für Hähnchen? Das könnte in Zukunft zur Realität werden und den Alltag vieler Menschen verändern. Bei einer Gesprächsrunde im Rathaus Kreuzwitz wurde darüber informiert. Auch Landrat Harald Altekrüger hat teilgenommen. Er sieht einige Vorteile für den Bahnhalt Hähnchen. Ja, also als wir unsere Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe am Standort hier in Kreuzwitz geplant haben, kam uns natürlich sofort in Sinn, wie kann man auch hier die Anfahrt attraktiver gestalten. Und da fiel uns natürlich die Bahnstrecke Cottbus-Dresden auf. Und dieser Standort war ja schon mal ein Verladestandort, leider für Militärfahrzeuge. Und wir würden natürlich hier gerne einen Haltepunkt machen, um Bürgerinnen und Bürgern die Anreise zu unserer Schule bzw. nach Cottbus zu erleichtern. Jedoch ist der zusätzliche Haltepunkt für Hähnchen noch Zukunftsmusik. Im Moment gibt es noch keine konkreten Aussichten. Was aber feststeht, ist der zweigleisige Ausbau der Strecke Lübbenau-Cottbus, bei der die Gemeinde Kreuzwitz ebenfalls betroffen ist und auch profitiert. Der Zeitplan steht auch schon. Start ist da ja 26/27, da sind wir auch in den Planungen sehr gut vorangekommen, sind da auch im regen Austausch in einer Arbeitsgruppe, wo wir dann immer über den aktuellen Stand berichtet bekommen und unsere Einwendung dementsprechend dort auch einbringen können. Das macht uns als Gemeinde natürlich sehr zufrieden, dass die Taktung wesentlich besser wieder wird und dass die Bürger dementsprechend auch Richtung Berlin dann auf ihren Arbeitsweg gehen können. Der zweigleisige Ausbau ist also schon mal in Sicht. Was den Bahnhalt Hähnchen angeht, müssen aber noch viele Fragen geklärt werden. So sieht sie aus, die neue Notaufnahme am Cottbuser Krankenhaus. Sie ist ab sofort im Betrieb und gleichzeitig Europas modernste. Zu den großen Vorteilen zählt ein deutlich besseres Patientenmanagement und kürzere Wege für das Ärzteteam. 40 Behandlungsplätze gibt es und 50 Patienten können theoretisch gleichzeitig behandelt werden. Die neue Notaufnahme findet ihr gegenüber dem Parkhaus in der Leipziger Straße. Weitere Nachrichten folgen jetzt kurz und kompakt zusammengefasst und da bleiben wir bei der Gesundheit. Netzwerk Gesunde Städte Deutschlands. Die Stadt Cottbus ist seit dem 9. September Mitglied im Gesunde Städte-Netzwerk Deutschlands. Aber was ist das überhaupt? Das Netzwerk Gesunde Städte ist ein Zusammenschluss von Kommunen, die sich zum Ziel gesetzt haben, durch ressortübergreifende Zusammenarbeit und Gesundheitsförderung die Lebensqualität ihrer Bürger zu verbessern. Dabei werden Erfahrungen und Best Practice ausgetauscht, um gesunde Lebensverhältnisse auf lockerer Ebene zu fördern und gesundheitliche Chancengleichheiten zu schaffen. Cottbus ist die 98. Kommune, die das Netzwerk beigetreten ist. Der Beschluss der Stadtverordneten vom Januar wurde jetzt umgesetzt. Ziel ist es, neue Impulse und Anregungen für die Gesundheitsregion zu erschaffen, sowie eigene Erfahrungen in das Netzwerk einzubringen. Großschadensübung bei der BASF. Am Samstag führen der Landkreis Oberspreewald-Lausitz und die BASF von 8 bis 12 Uhr eine Großschadensübung durch. Diese findet auf dem BASF-Parkplatz an der Neuendorfer Straße in Schwarzheide statt. Während der Übung kann es zu Teilsperrungen der Neuendorfer Straße kommen und Einwohner sollten den Bereich meiden. Außerdem werdet ihr Sirenen hören und Einsatzfahrzeuge sehen. Die Übung dient dazu, die Zusammenarbeit von Einsatzkräften im Ernstfall zu trainieren.
Der Hahn am Cottbuser Ostsee ist wieder voll aufgedreht. Möglich macht das das Hochwasser der Oder. Dadurch soll so viel Wasser wie möglich abgenommen werden. Für den Füllstand ist das nur gut. Aktuell fehlt nicht mal mehr ein Meter, bis der Zielwasserstand erreicht ist. Der Ostsee wird bis mindestens Mittwoch mit der höchsten Wassermenge geflutet. Das Regenbogenkombinat in Cottbus ist der Ort für Menschen, die Kontakt, Austausch oder Beratung suchen. Hier ist jeder willkommen und jeder wird auch so akzeptiert, wie er ist. Doch wie der Name es schon sagt, muss natürlich auch die Fassade bunt erstrahlen. Doch das macht sie schon lange nicht mehr. Bis jetzt. In Sachsendorf-Cottbus wird das Regenbogenkombinat zur Aktionswoche Kiez erleben neu belebt. Unter dem Motto, den Stadtteil kulturell zu fördern, hat der Bürgerverein Sachsendorf-Madlow das Kulturzentrum Bunte Welt ins Rampenlicht gerückt. Wir haben uns mit dem Bürgerverein Sachsendorf-Madlow vor ein paar Wochen zusammengesetzt und haben überlegt, wie wir diese Kulturstätte, das Kulturzentrum Bunte Welt, noch mal ein Stück weit ins Stadtteillicht rücken können und haben uns eine Aktionswoche überlebt, die heißt Kiez erleben, wo es unterschiedliche Veranstaltungen gibt. Und ein Bestandteil dieser ganzen Woche ist die Graffiti-Neugestaltung des Eingangsbereichs. Also das Haus ist vor 20 Jahren umgebaut worden, saniert worden, unter anderem auch die Fassade und die Treppenhausgestaltung, und der Kosmonaut, der jedem Sachsendorfer irgendwie im Blick ist, der ist ziemlich verblasst und ja, wird jetzt durch Martin Jeins, aka MJ Kunst mit Herz, neu interpretiert. Und das wird, denke ich, ein tolles Motiv werden. Diese Herausforderung nimmt der Cottbuser Graffiti-Künstler Martin, auch bekannt als MJ Kunst mit Herz, gerne an. Er ist dafür bekannt, städtische Flächen mit seiner Kunst zu beleben und hat bereits viele Projekte in der Region umgesetzt. Vor allem seine Arbeit mit Kindern und Jugendlichen liegt ihm am Herzen. Kosmonaut in Sachsendorf hat natürlich seine Bekanntheit, und ich bin auch vorher in Absprache mit dem Graffiti-Künstler Mike eingegangen, der hier quasi vor etwa 20 Jahren das bunte Haus oder das Gebäude hier gestaltet hat, und auch den Kosmonauten, und der braucht jetzt mal eine Erfrischung, und ich habe das einfach abgeklärt, dass ich sage, ich würde den neu interpretieren und dem bunten Haus somit auch einen neuen bunten Look verpassen. Im Regenbogenkombinat habt ihr ab sofort die Möglichkeit, Martins Kunst zu bewundern und die Vielfalt der ansässigen Vereine und Organisationen zu entdecken. Das Jobangebot bei Cottbusverkehr ist wie das Liniennetz breit gefächert. Klar denken wir als erstes an den Bus- und Straßenbahnfahrer, aber auch im Hintergrund gibt es spannende Karrierechancen. Über die könnt ihr euch morgen informieren, und zwar beim Jobday. Der läuft von 13 bis 18 Uhr im und vor dem Kundenzentrum von Cottbusverkehr in der Stadtpromenade. Anmelden braucht ihr euch vorher nicht, also kommt vorbei. Bei uns geht's jetzt weiter mit Augenblick mal. Vikar Jakob Simon ist heute dran. Habt noch einen schönen Abend. Tschüss. Ein Mann will ein Bild aufhängen. Den Nagel hat er, aber nicht den Hammer. Aber sein Nachbar hat einen. Also beschließt unser Mann, hinüberzugehen und ihn auszuborgen. Doch da kommt ihm ein Gedanke. Was, wenn der Nachbar mir den Hammer nicht leihen will? Gestern schon hat er mich nur so flüchtig gegrüßt. Vielleicht war er in Eile? Aber vielleicht war die Eile auch nur vorgetäuscht, weil er eigentlich etwas gegen mich hat. Aber was? Und warum eigentlich? Ich habe ihm doch gar nichts getan. Was bildet er sich eigentlich ein? Wenn jemand von mir ein Werkzeug borgen wollte, ich gäbe es ihm sofort. Und warum er nicht? Wie kann man einem Mitmenschen einen so einfachen Gefallen abschlagen? Leute wie dieser Kerl vergiften einen das Leben! Und dann bildet er sich auch noch ein, ich sei auf ihn angewiesen? Bloß weil er einen Hammer hat und ich nicht? Jetzt reicht's mir wirklich! Wutentbrannt stürmt unser Mann zu seinem Nachbarn und klingelt. Der Nachbar öffnet. Doch noch bevor er überhaupt guten Tag sagen kann, schreit ihn unser Mann schon an. Behalten Sie sich Ihren Hammer, Sie Schwein! Amüsante Geschichte. Sie stammt aus einem Buch mit dem Titel Anleitung zum Unglücklichsein und beschreibt treffsicher ein Problem, mit dem wir uns das Leben viel zu oft sehr schwer machen. Wie oft drehst du dich in solchen Gedankenexperimenten und wünschst deinen Vorgesetzten, der Kollegin oder dem Mannschaftskameraden auf den Mond? Wir könnten uns jetzt lange darüber unterhalten, fast an jedem Satz exerzieren, was man hätte besser machen können oder besser machen müssen und anders denken. Das klappt aber nur in der Theorie,
Denn in der Praxis ist das Problem, wenn man einmal in so eine Gedankenlawine geraten ist, dann geht es talwärts und man kommt nicht wieder raus. Mein Lawinenbrecher in so einem Fall? An Gottes Segen ist alles gelegen. Denn dann könnte jeder Schneeball in diesem Gedankenkettenexperiment der Wahrheit entsprechen. Der Ausgang der Geschichte ist dennoch ein anderer. Mag mein Nachbar möglicherweise auch noch so schlecht über mich denken, in der Zuversicht auf Gottes Segen will ich ihm schon segnend, freundlich begegnen. Und wer weiß, vielleicht stellt sich dann heraus, dass der Nachbar in meinem Kopf gar nicht derselbe Nachbar ist wie der von nebenan. Großes Familieneinkaufswochenende im Möbelzentrum Großrheschen mit verkaufsoffenen Sonntag am 6. Oktober. Sichert euch sensationelle Sparvorteile. Bis zu 33% Aktionsrabatt auf Möbelneubestellungen und bis zu 53% Rabatt auf Küchenneubestellungen. Und das ist noch nicht alles. Es gibt eine Sonderfinanzierung mit 0% Zinsen und eine Gratislieferung der neuen Möbel ab einem Einkaufswert von 500 Euro. Außerdem gibt es zum verkaufsoffenen Sonntag am 6. Oktober einen großen Hüpfburgpark und Bratwurst im Brötchen für nur 1 Euro. Das große Familieneinkaufswochenende mit jeder Menge Sparknüller-Angeboten in allen Abteilungen. Also ab ins Möbelzentrum Großrheschen. Möbelzentrum Großrheschen. Das größte Möbelzentrum in der Lausitz. Direkt an der B96. Aber das wäre das preis-leistungstechnisch Beste, was wir dir bieten können. Okay, und von der Kamera her? Ist super. Ist die beste Selfie-Kamera. Hm, darf ich? Cool, das ist es. Jetzt brauche ich nur noch... Eine Powerbank, Handyhülle. Nee, Follower. Gut, kann man im Lager gucken. Tolle Technikangebote und bester Service. Jetzt bei Expert entdecken. Mehr Angebote im Prospekt, online oder im Markt. Ich berate dich gern. Ich bin Ben, dein Techniknachbar. Ihre Hauptuntersuchung ist fällig? Sie wurden schuldlos in einen Unfall verwickelt und suchen einen Schadengutachter Ihrer Wahl? Dann gleich zur DEKRA Cottbus, egal ob mit oder ohne Termin. Entweder beim neuen DEKRA Prüfwürfel an der Jet-Tankstelle Lipetzka Straße 8 oder im Gewerbeweg 7. Nutzen Sie auch die Online-Terminvereinbarung unkompliziert und schnell. DEKRA in cottbus.de oder telefonisch unter 0355 87 73 0. Nachtschwärmer, aufgepasst! Die 20. Jubiläums-Museumsnächte erwarten euch an den Wochenenden vom 1. bis zum 29. September. Mehrere Nächte, eine Region. Museen, technische Denkmäler und Kultureinrichtungen präsentieren Spannendes und Unterhaltsames. Das ganze Programm findet ihr auch unter lausitzer-museenland.de. Willkommen bei den Museumsnächten 2024! Internet, TV und Telefon. Alles drin für dauerhaft 29,99 € im Monat. Sicher dir bis zu 45% Dauerrabatt. Nur bis zum 8.10. auf pure.com.
Exklusivität bei Fiedermann in Cottbus. Thank you.